Stücken bis hin zu den Klassikern reicht das Repertoire des Tiroler Volkstheaters Kufstein. Das Publikum genießt aber, was hinter den Kulissen so abgeht, bleibt meist im Verborgenen und wir haben uns einmal hinter der Bühne umgesehen. Das Tiroler Volkstheater in Kufstein kann auf eine fast 95-jährige Tradition zurückblicken. Mit rund 160 Mitgliedern, wobei 80 davon aktiv an den Produktionen mitarbeiten, kann der Verein auf ein starkes Ensemble zurückgreifen. Doch um eine Aufführung zum Erfolg zu führen, bedarf es einer Menge an Vorarbeiten, getreu dem Motto: erstens gibt es mehr Arbeit und zweitens, als man sieht. Ja, es sind eigentlich sehr viele Mitglieder daran beteiligt und eben nicht nur die, die auf der Bühne stehen. Aber das Ganze ist wie bei einem Uhrwerk, sage ich. Man sieht nur das Ziffernblatt, aber alles, was dahinter steckt, die ganzen Rädchen, die übereinander greifen müssen, das sieht man nicht, damit dieses Uhrwerk läuft. Und so ist es auch beim Theaterspiel. Und wenn ein Rädchen blockiert, dann geht das ganze Uhrwerk nicht. Am Tag der Aufführung gehen die Vorbereitungen in ihre finale Phase. Die Bestuhlung, das Austeilen der Programmhefte und die Vorbereitung des Buffets, die sind schon abgeschlossen, wenn die Schauspieler das Theater betreten. Auch der Kartenverkauf und die Reservierungen müssen, wie immer, wenn es um das liebe Geld geht, penibelst vorbereitet und auch koordiniert werden. Für die Schauspieler geht es dann zuerst in die Maske. Noch etwas Smalltalk, um das Lampenfieber zu beschwichtigen. Ja, langsam fängt das Lampenfieber an. Aber das muss so sein. Es ist vor jeder Aufführung wieder und ja, ist einfach so. Gehört dazu, damit es eine gute Aufführung wird. Nach der Kostümierung und der Konzentrationsphase geht es dann endlich auf die Bühne. Doch auch dann steht die Arbeit hinter der Kulisse nicht still. Die Soufflöse steht bereit, wenn es mal einen kleinen Hänger gibt. Die Beleuchtung muss auf die Sekunde genau stimmen, um die Atmosphäre des Stückes zu untermauern. Viele kleine Rädchen sind notwendig, um so eine Aufführung zum Erfolg werden zu lassen. Der Zuseher, der bekommt davon nichts mit. Na ja, und so soll es auch sein, ob auf den großen Bühnen der Welt oder beim Tiroler Volkstheater in Kufstein.